Was ist denn das für ein schneller Dreck ist da vorne? Du kannst einfach Shift drücken beim Schwimmen, dann schwimmst hab du ich schneller gemacht. Als wie die Rock nicht. Music. Bin gerade am gucken, ob ich euch einen Stein an den Kopf schmeißen kann. Nee. Mayo? Wir sind nette Menschen. Zurück in die Base. Stein. Back to the base. Ich hab ihn verfehlt, scheiße. Jetzt hier, ja, hier. Ekelhaft. Wie craftet man denn nochmal einen Bogen? James, du hattest doch schon mal einen. Mit einem Seil und einem Stick irgendwie. Hier diese Pflanzen, wenn ich die Kleinhacke brauche, ich da nur drüber laufen, der sammelt, der droppt nein, die automatisch, die ne? Nein, musst du immer alles aufsammeln. Oh, Aloe Vera. Nee, gar nicht. Die Blätter nimmt der automatisch auf. Ja, Blätter sind gut. Essen. Essen, essen. Ach cool, die sind voll die coolen Pflanzen. Da kann ich meinen Heilpraktiker da raushängen lassen. Der Praktiker damit zu tun. Der Josh hat Forestmedizin studiert. Ja, ja genau. Komm, Jan, wir nehmen mal ein bisschen Holz mit. Praktiker dürfen wir jetzt ja sagen, weil es ist ja keine Firma mehr. Die gibt's ja nicht mehr. Hier Mayo steht am Baum und was macht Mayo da? Mayo fällt den Baum. Achso, ich hab gedacht, der lässt das morgendliche Geschäft seinen Lauf. Indem man mit der Axt auf den Baum einschlägt? Chicorée. Oh, ja, Vogel. Ich weiß ja nicht, wie Josh Bäume fällt, aber ist schon, passt schon irgendwie, Josh. Also ich hole mir gerade, ich bin der Medizinmann. Du holst dir gerade? Ja, ich hole mir gerade. Ich hab dann Substanzen, wenn ihr euch schlecht fühlt, wenn ihr euch... Parkt mal unser Auto da wieder, wo das hingehört. Wer hat das Auto schon wieder mitgenommen? Oh, hier sind noch ein paar Pflänzchen, die ich mitnehme. Sicher ist sicher. Und ein paar Sticks. Braucht noch jemand Sticks? Ja, du kannst halt nur 10 mitnehmen. Es wäre immer ganz gut, welche dabei zu haben. Oh mein Gott, James! Was denn? Nix, alles gut. No, was hat er denn jetzt? Julian, lang Stick in der Hand. Ja, der wird dich so töten. Warum? Ach, nix, alles gut. Nee, nicht töten, ich habe gerade Energie gesammelt. Nee, nicht töten. Nicht jemand dich. Du jemanden. Nee. Oh, Survival. Kommt mal schnell hier rein, weil hier ist Kannibale draußen. Nee, hier, ja, das bin ich. Ja! Survival durch. Mayo. Mach auf. Wo ist denn der hin? Der ist weg. Survival durch? Kommst du von unten? Kaninchen. Josh. Ich jage gerade Kaninchen. Ich bin gerade einkaufen. James hört Musik. Bei Mutter Natur. Einkaufen. Bei Edeka. Nee, bei Mutter Natur. Survival. Machen wir jetzt heute auch noch was Produktives? Ja, ich sammle Essen. Ich bin produktiv. Rick, das andere Alter Finne. Ich habe gerade voll das Essen des Todes hier. Also ja. Wenn... Ja, brauch nicht mal einkaufen gehen. Ja. Du Josh, diese blauen Beeren, ne? Die sind super. Ja. Tatsache, kann ich bestätigen. Die sind lecker. Es sind keine mehr da. Ja, ist doch nicht schlimm. Die isst nur jeder für sich. Die isst ja jeder für sich selber auf. Das ist auch nicht so schlimm. Wo sind denn die Türen überhaupt? Guck mal hier, Knüppel aus dem Sack. Da, wo die Stämme weiter nach oben gucken. Ah, hier. Ja. Hast du fein gemacht. So, kann ich den jetzt irgendwo reinpieksen? So. Nein. I'm thirsty. Der Jatak wollte wissen, wie man... Hast du toll gemacht, Mario. So, jetzt muss ich... Wie mache ich denn mein Buch auf? Mit Babybook? Ja, mit Babybook. So. Food and Water. Water Collector. Oh, guck mal, da ist sogar ein Leselämpchen dran, ja. Ich mache mir mal nebenbei auf dem Handy eine Seite auf. Mit den Crafting-Rezepten, ja. Ja, aber die stehen doch da drin im Prinzip. Aber nicht für den Bogen. So, also bei Hunger hatte ich bin mal so drin, nett die du bauen kannst und nicht für Sachen, die du tu mal was für die Gemeinschaft. Basic Survival Tutorial. Aha. Jo, guck, Thomas, guck. Thomas, guck einmal. Thomas, ja, hier hängt frisches, leckeres Essen. Ey, wer schlägt? Mayo! Na, gar aber nicht wahr. Gammelt das dann nicht? Wenn da gammeliges Essen hängt. Die Feuer- und Blättersachen sind schneller aufgebraucht hier. Mayo, ja, haut mal rein, da kann ich was kochen. Hüpf doch mal übers Feuer. Ja, Moment. Da im Feuer liegt Essen.
If you want to have Essen, you could. Hätte er jetzt nicht nehmen. Gedacht. Was mache ich denn mit gefreut, Trump? Wenn's anders gewesen wäre. Ich hab gerade dein Essen genommen. Ja, ja, ich ist okay, ihr könnt. Ich hab ja für die Gemeinschaft eingekauft. Warum kann ja. ich echt nichts Der Josh nehmen? Wird mal ein guter Versorger. Oh, ich hab Marigold. Ich hab Marigold. Was mach ich damit? Ah, mach ich einen Pool oder sowas, dann kann man sich auch mal sauber machen, weil ich bin ja, schon wieder so dreckig. Ja, hier, die drei Schildkrötenpanzer. Ja, die habe ich aber gerade, ich habe den dritten gerade aufgestellt, die sind alle leer. Hast du leer gesoffen? Ich habe nur eine leer gesoffen. Unter welchem Punkt sind denn die Schildkrötenpanzer? Food and Water. Also Jatak. Ja, bitte. Bogen. Ja. Machst du ein Stick? Yep. Ein Close, ein Rope. Ah, Stick. Cloth, Rope. Wie kann ich denn das Zeug aus dem Lagerfeuer einfach einsammeln und inventarisieren, ohne dass er es direkt isst? Hä, was denn? Was gebratenes Essen. Das kann man nur, glaube ich, direkt essen, oder? Funktioniert das? Ich glaube auch, dass man es direkt essen kann. Stick, Cloth, Cloth, Rope. Ich krieg nicht mal dieses Kombinier-Wheel in der Mitte. Nämlich auch nicht. Aber kann sein, dass es daran liegt, dass ich schon einen habe. Ich brauche keinen. Nee, ihr müsst erst Stick und Cloth machen. Um den Alter, was ist denn hier los? Dann umwickelt der den Stock. Das windet voll. Ja, und dann brauchst du aber noch ein Seil dazu, um den Bogen zu craften. Stick und Cloth ist nämlich nur eine Fackel. Geh mal. Danke. Ah, ja. Guck mal. Ich hab jetzt Stick, Seil und Cloth und ich hab einen Bogen. Wie hast du denn das hier gemacht? Also du nimmst Stick. Stick? Ja. Stickrock, Seil. Stickrock. Ja. Und Bogen. Clove. Ist rasch. Ja, der Teil, den ich aber auch hier genommen, das funktioniert aber nicht. Ja, dann hast du wahrscheinlich schon einen Bogen, Julian. Der ist rechts. Ja. Links oben in der Ecke an dem Rucksack lehnt der. Ach, Tatsache. Ja, dann geht's nämlich. Bei mir geht das nämlich auch nicht, weil ich schon einen hab. Ja, und wie mache ich jetzt Pfeile? Oh, guck mal, ich kann sogar zielen. Ich kann dem James voll einen in die Fresse ballern. Ich werde es aber nicht tun. Ich habe nur keine Pfeile, ne? Die musst du auch noch craften mit Cloth und oder mit Feather und irgendwie und so. Und Sticks oder was? Ja. So. Also nehme ich mir einfach einen Stick und Cloth, ja? Ja, in etwa, ja. Oh, wir haben einen Rabbit Cage, den könnten wir bauen. Aber Mario, dir bringt der Bogen nicht viel, wenn du keine Pfeile hast. Ja, deswegen will ich ja gerade Pfeile machen, aber geht irgendwie nicht. Pfeile? Ja. Ich bin voll. Ein wir bekommen Stick, hier einen richtigen ein Wald Stick aus. Stick und fünf Ding. Federn. Ich habe gar keine Federn. Ja, musst du Vögel fangen. Das habe ich in der letzten Session gemacht. Da bin ich hin und her gerade Vogel. Vogel! Kann man Sachen austauschen, so Elemente aus dem Inventar? Ich glaube, man kann nichts droppen, ne? Dass der andere das aufnehmen kann. Das wäre ganz Weil ich cool. hätte nämlich Federn und. Nee, das Zeug. Kann man leider nicht. Muss der Mario selber machen, oder was? Muss der Mario selber machen. Was für ein Stück. Wie die Dinge halt schnell voll werden, diese komischen Steinteile. Heftig. Rabbit Fur. Ist ein bisschen deplatziert, aber so muss das. Lizard Skin. Kochtopf. Stein. Skull. Alter, das ist mit dem Pad. Rock. Kein Wunder zieht das hier drin so. Ich hab Zähne. Warum habe ich Zähne? Vogel und ganz du viel hast Wind. Zähne? Ja. Ach, du bist nicht Julian, da ist Julian. Vogel, komm her, du Hast du Zähne? Ich wollte gerade ein böses Wort sagen. Wie siehst du deine Zähne? Ist das wie bei einem tollen Spiel, in dem man Bus fährt? Ich hab Zähne im Mund. Inventar. So, machen wir jetzt mal was Produktives. Ja, ich würde sagen, ich hab Sticks der symbolische Startschuss zum Interessanten. Feuer brennt. Jetzt werden wir alle sterben. Ja. Ich würde sagen, was machen wir? Gehen wir in die Hülle von Muschi Klaus Gallupel Heinz, ja? Also ich habe da ein paar, weißt Sachen du noch, wo die ist? Nee. Aufgehangen. Ja, siehste, wir suchen uns einfach eine neue Höhle. So, da wäre Essen, wenn jemand Hunger hat. Mario ist sehr baumüberflutet. Warte. 3, 4. Mario. Jetzt hängt er kein Essen mehr. Mario. Ja. Wenn du Bäume fällst, musst du vorher über das Walkie-Talkie Baumfeld schreien.
Ja, das ist Tradition. Und ach, Tipp so. Für Idioten, die Bäume nie in Richtung des Lagers fällen. Richtig, weil die Bäume können nämlich auf den Zaun drauf fallen und dann können die nämlich kaputt machen. So, welcher Idiot denn, hat die Falle hier ausgelöst? Ich, wie kann ich die denn neu spannen? Auf so das Fallsymbol gucken und E drücken. So, ich zeig dir das nochmal. Alter, sind die schnell. Hui. Kann ich ihn da reinjagen, den Rabbit? Guckst du direkt vor dir, ist das Gitter. Da ist dieser Drehpfeil, Alter. Zurückpfeil. Genau. Scheiß Dreckkackhase, ey. Dems ist ein Penner. Komisches Häschen. Hui! Henri! Haha, schneller. Will jemand mit Reh fangen? Ja, ich gehe mit Reh fangen. Wo ist Josh? Ich hab's einmal gedingst. Ich will Richtung Vogel. Wasser. Ich will einen Vogel! Nee, du kriegst ein Reh. Schlechtes Wetter. Oh. Ich hab ein Reh getötet, Oma? Ich schlag das die ganze Zeit an, aber es tut halt nichts. Kackreh. Wo ist denn die Gewitter-Oma, wenn man sie die mal braucht? Die ist in Neuss. In Neuss ist die. Achso. Nur denn, ich kann die nicht neu aufstellen. Ich habe hier das E, aber es kringelt nichts. Doch, direkt unten auf das Gitter gucken. Ich sehe das E vor mir, aber wenn ich E drücke, passiert nichts. Da ist ein Kaninchen! Komm her! Kack, scheiß Reh, bleib mal stehen. Ja, weil der scheiß Stein im Weg liegt, das ist das Problem jetzt gerade. Ich hab nämlich das gerade auch das Problem, da, da, Kack, Reh! Dieses scheiß Mann! Kaninchen. Jetzt! So gehört sich das. Und jetzt wird das Fell abgezogen, ich so. Ich hab ein Kaninchen. Nein. Rehkopf. Irgendjemand? Nee, danke, ich hab auch einen Rehkopf. Ich schmeiß den hier gerade mal ins Feuer. Frischen Rehkopf. Ich hab einen Kaninchenkopf. Will das jemand? Ja, Tag. Ja, es gibt doch Leute, die essen gehören. Die Steine sind weg, es geht trotzdem nicht. Welcher Idiot hat denn das Essen auf dem Feuer liegen lassen? Das ist verkohlt. Kohle. Unser Chefkoch. Ja, ich hab neues Essen geholt. Ich hab gedacht, ihr wollt was essen. Ja, verkohlt das wirklich oder ist das essbar? Ja, das ist schwarz. Du kannst es noch essen, aber das ist verkohlt. Ja, warte, ich hab neues Essen. Snack. Kann ich das irgendwie rausdingsen, also dass das wieder weg ist? Nee, du kannst es nur essen jetzt. Dann esst mal fleißig. Ja, ich hab grad schon eins davon gegessen. Hat trotzdem gut geschmeckt, Josh. Hast du fein gemacht. Ja, lecker, gell? Ja. So nur Röstaromen sind das. Ja, richtig. Das sind Räucheraromen. Oh, ja, die sind so zwar ungesund auf Dauer, aber gut. Probiert mal. Esst euch alle voll. Ja, aber ich bin voll. Ich hab eine Tür oder was? Jetzt ist da Wasser in den Dingern. Ich bin voll gefressen und voll gesoffen. Ich habe übrigens noch einen hingestellt, weil wir können niemals genug Krötenschädel. Krötenschädel, lecker. Schildkrötenschädel haben. Ich finde dieses Wasserding da auf dem Boden irgendwie lustig. Das ist lustig. Aber, so mag ich mein Essen. Alter, das sieht so creepy aus. Das Reh sieht so creepy aus von hier. Der hat dich gerade gelobt, der Mayo, das Mayo. Außerdem, warum macht ihr den Kram denn auf das Feuer? Hängt das doch lieber hier auf. Ja, nee. Aber gekocht schmeckt es immer noch am besten. Ja, eben. So komisches gepökeltes Trockenfleisch ist auch ungesund. Ey. Ja, kann man das dann mitnehmen, wenn man das hier ranhängt oder nicht? Ja. Dann hänge ich da mal Essen dran. Ich habe nämlich ganz viel Essen. Heiß. Guck mal, kann das sogar in Reihe. Das ist ja geil. Heiß. Ja, dass sie jetzt nicht wirklich verbrannt. Oh. Ja. Gut. Was ist denn hier Schönes? Da kann man Knochen reintun. Ja, tue ich da mal Knochen rein. Leute. 30 Minuten nichts getan. Jetzt geht's los. Ja, wir haben Essen gefunden. Ja, wir warten mal, bis das Essen getrocknet ist, dann können wir das mitnehmen. Das regnet, das trocknet nicht. Doch, schon mal. Außerdem, wenn das einmal da dran hängt, dann kannst du ja nur noch fressen, dann kannst du das nicht mehr mitnehmen. Ey. Ich hab doch gerade was abgemacht. Ja, aber dann war es wahrscheinlich noch roh. Du Zigeuner, nimmst meine rohen noch nicht gedingsten Sachen. Nee, geht nicht. Es liegt hier auch nicht in meinem Inventar. Der nur das essen. Ist voll die Essensverschwendung. Was macht aber die Person, die da gerade runterkniet? Das ist Joshua. Joshua, bin ich. Du unter dem Essen? Ja, ich würze es von unten mit meinem eigenen jetzt Körperschweiß. Jetzt habe ich das Essen im Inventar. Jetzt ja, aber es ist wahrscheinlich immer noch nicht essbar. Jetzt esse ich so, komm, wir werden jetzt mal produktiv. Ja. Auf geht's. Hülle suchen. Ist das Essen essbar? Nee, das ist immer noch roh.
Nehmen wir Fisch noch mit. So. Ja, aber wir können zur Not ja in der Höhle oder so ein Feuer machen. Kann man eigentlich ja. Wasser mitnehmen? Nehmt euch alle Sticks mit. Wir haben, Nee, wir nehmen auf dem Weg Sticks mit. Ja, nein, Mario, du kannst kein Wasser mitnehmen, aber du kannst, du hast Soda vom Flugzeugabsturz und so noch dabei. Nee, ich hab kein Soda Echt? Mehr. Liegt das einfach Soda? Ja. Ich hab aber kein Soda mehr, egal. Es gibt auch immer wieder das Gespräch sehen, wo du trinken kannst. Ach stimmt, dieser coole Topf da. Aua! Mein Gesicht, hallo? Ja, ist egal, es kann nur schöner werden. So, ich hock mich jetzt hin, ich geh jetzt nirgendwo mehr hin. Unser Schiff ist ja schön. Soll meine Axt deinen Schädel spalten? Mama! Ich komm ja schon. Ist okay. Wir bedrängen ihn mit unseren, Unterleibern. Mit unseren Fett... Nein. Love us.